Lieber Toni Quek, herzlich willkommen in der jetzt 8. Folge meines Podcasts. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Danke, dass Sie ihr gefolgt sind. Sie sind der erste Künstler, den ich eingeladen habe und nicht irgendeiner, sondern einer der bedeutendsten bildenden Künstler unseres Landes oder in Ihrem Fall sagt man besser Europas. Sie haben als Bildhauer gewirkt, hatten unzählige Ausstellungen an den renommiertesten Plätzen. Sie waren Rektor der Kunstakademie in Düsseldorf und haben in meiner Geburtsstadt Wuppertal den Skulpturenpark Waldfrieden aufgebaut. Und Sie sind, Ihr Name zeigt es an, vor fast 70 Jahren, wenige Tage sind es noch, in Liverpool geboren worden. Ja, Sie sind also Brite. Ja, wie kamen Sie nach, auf jeden Fall. Ja. Wie kamen Sie nach Deutschland? Weil ich in London studiert habe, ab 69. Und ich habe meine erste Frau in London kennengelernt. Sie sind gebürtige Wuppertalerin gewesen. Und wir haben uns einfach befreundet und später eine Beziehung entwickelt. Und irgendwann, als ich am Ende von meinen Studien war, und sie auch fast, hat sie mich eingeladen für ein Jahr in Deutschland oder 6 Monate eigentlich in Deutschland zu bleiben. Das ist jetzt 44 Jahre her. Aber das war dann der Anfang von meinem Verbleib hier in Deutschland. Ja. Und wie war das für Sie, von London kommend nach Wuppertal oder nach Nordrhein-Westfalen ins Bergische Land zu kommen? Also ja, ich will nicht sagen Provinz, aber im Vergleich zu einer Weltstadt wie London doch schon überschaubarer. Ja, Wuppertal ist in der Tat wirklich interessante Stadt. Es hat eine ganz alte Geschichte mit Industrie und es liegt auch landschaftlich sehr schön. Und solche Städte wie Wuppertal darf man nicht natürlich aus dem Zusammenhang mit den ganzen, erstmal Bergisches Land, aber dann auch das Beziehung zum Düsseldorf und Rhein-Ruhr, Ruhrgebiet und so weiter, nicht? Also das ist, also ich finde dagegen faszinierend. Also auch heute noch, wenn ich lande in Los Angeles und schaue runter und sehe, wie das alles beleuchtet ist, links und rechts über hunderte von Kilometer, mir kommt es so ähnlich vor, wenn man in Nordrhein-Westfalen landet, in Düsseldorf Flughafen. Man sieht, man fliegt über Hattingen, Essen, Dortmund, diese ganze. Und es ist dieser Verbund von Städten und, glaube ich, so um 18 Millionen Menschen. Das ist schon ein riesen wichtiger Konglomerat. Nicht nur in Deutschland, in Europa, aber auf der Welt, finde ich, ist eine einmalige Situation. Ja, also ich bin ja auch im Bergischen Land zu Hause, Wuppertal Geburtsstadt, aber etwas weiter entfernt bei Solingen, Remscheid, Wermelskirchen ist meine Heimat. Ich schätze das auch sehr. Die Landschaft ist besonders und die Verbindung, schnell zu den Metropolen am Rhein zu kommen, Ruhrgebiet zu haben, tolle Infrastruktur. Wenn der Verkehr fließt, muss man natürlich sagen. Das ist ein altes nordrhein-westfälisches Problem. Ich schätze es sehr. Ich frage mich nur, wie die Mentalität auf Sie gewirkt hat. Denn nun ja, der Bergische, der ist anders als der Rheinländer nicht so offen und fröhlich. Er ist nicht ganz ein Sauerländer, aber es ist doch ein spezielles Völkchen. Und, ja, stimmt. ja, vielleicht ist das, das mag ich an den Menschen dort eigentlich. Ne? Das ist schon ein bisschen rau am Anfang, also abwartend, Abstand halten und vielleicht auch ein bisschen schroff. Aber das ist nur eine harte Schale, würde ich sagen. Und wenn man die Menschen kennenlernt, sind sie sehr super freundlich. Fühlen Sie sich eigentlich heute noch als Brite oder sind Sie Bergischer oder Deutscher? Oder wie würden Sie Ihre Identität beschreiben? Ja, ich meine, im Grunde genommen ist es so, dass ich nicht besonders nationalistisch bin. Also ich habe ich finde, dass jeder Mensch ist irgendwo geboren und hat dann das Recht auf einen Bezug zu, wo sie herkommen. In meinem Fall, ich bin in Nordengland geboren,
bin nicht nur aufgewachsen. Ich bin in 7 Schulen gewesen und schon so gewisserweise in alle Teile, auch in Schottland, bedingt durch die Arbeiten von meinem Vater. Und das war ja so ein etwas unstetiges Gefühl sowieso vorhanden bei mir. Und als ich dann zum ersten Mal nach Europa kam, war mein erster Verbleib war in Frankreich. Ich wurde es ist interessant, Arbeit. Dass Sie sagen nach Europa. Ich glaube, so sieht der Brite das. Betont. Ne? Ja. Nein, ich wurde eine Arbeit angeboten, als ich noch Student war, in Frankreich zu arbeiten, zu unterrichten, an einen Bericht zu schreiben über Kunsthochschulen. Und das war mein erster. Und da muss ich das auch erzählen. Man kommt als ich komme aus einer Familie, wir haben nie Geld gehabt und auch nicht in den 50er, 60er Jahren sehr viel gereist. Und ich kam nach Frankreich und die Franzosen sind einfach so Fremde für Engländer gewesen. Mhm. Und heute noch auch vielleicht. Aber ich komme an und ich sehe, die Menschen sind gut angezogen, gut maniert. Ihre Wohnungen waren bequem und schön und sogar das Essen war fast genauso gut wie in England. Und, naja. Genauso gut wie in England, ja. Ja. Und, Sie haben Humor. Nein, ja, und auch noch mehr seriöserweise. Die Franzosen haben eine schöne Familienbindung, die mindestens in meiner Familie wirklich gefehlt haben. Und das war mein erster Eindruck von einem Begegnen mit Menschen außerhalb meiner eigenen Kultur. Und das war fantastisch und ich war so beeindruckt. Und danach, kurze Weile danach eingeladen von meiner ersten Frau, bin ich nach Deutschland gekommen. Und das ist natürlich eine andere Kultur. Aber eben gerade das, was in England alles über die Deutschen gedacht und gesagt hat und die Erlebnisse, die historischen Erlebnisse mit Deutschland, hat man nicht den positivsten Eindruck. Aber meine Erfahrungen waren ganz anders. Und heute? Wie fühlen Sie sich heute? Ja, heute, ja, das ist die Frage. Wollen Sie darauf beharren, zu wissen? Ja, genau. Ja. Also ja, ich bin von England, ich bin Englisch, mein Humor ist Englisch, gewisse Arten von meiner Denkweise sind geprägt durch meine englische Herkunft. Und auch mein Interesse in der Kunst ist eher in der englischen Kultur, anglosächsischen Kultur angesiedelte Interesse. Aber das ist spannend. Was heißt das? Wo gibt's da einen kulturellen Unterschied in der Kunst, würden Sie sagen? Angelsächsisch und deutsch-europäisch? Ich meine, es fängt auf, dass die romantische Vorstellung von Mitteleuropäer ist. Verstehe. Nicht das unbedingt beim Engländer sehr häufig vorkommt. Und andererseits natürlich diese empirische Art vom Denken, die Engländer haben, so mal probieren und sehen, ob es geht. Und nicht Verstehe. So viel System da hinten, aber eher in das Leben hineinleben und Lösungen finden. Verstehe. Das ist schon etwas, das sind große Unterschiede. Ja. Nicht? Also schon, dann bin ich übrigens auch eher Brite. Also, weil mit diesen gelegentlich romantischen Vorstellungen in Deutschland, fern der Vernunft und auch dem gewissen Perfektionismus und die Melancholie, die man hat und der Optimismus, das Empirische, das Vernünftige, so wie das beschreiben. Und ein bisschen Spontanität manchmal. Ein bisschen, die Engländer überbrücken sehr viele Situationen, die nicht positiv sind mit ihrem Humor. Also das muss man wirklich... Humor darf man nicht denken, dass Humor lächerlich ist. Es ist schon so eine wichtige Komponente. Also nach dieser Definition sind Sie kein Deutscher, ich aber auch nicht. Wir stellen fest, ich wollte etwas wissen über Sie. Ich habe beide Pässe. Und erlebe. Sie haben beide Pässe? Ja. Den Deutschen auch? Seit 2 Tagen, ja. Ach, warum das? Warum das? Herzlichen Glückwunsch übrigens. Also, ich glaube, man kann beglückwünschen, glaube ich. Das sagt meine Familie auch. Ja. Also ich habe das einfach gemacht, zum Teil, ich bin sehr lange hier und in so verwurzelt in mein Leben, dann ich habe ein sehr verbindliches Gefühl zu diesem Land und den Menschen hier. Und ich habe 4 deutsche Kinder und ich möchte, egal wie die Geschichte ausgeht mit Brexit, ich möchte nicht, dass irgendeine Sperre oder irgendwelche Sachen existiert, die uns unser Leben schwierig macht. Und rein praktisch, ich bin 2-3 Mal im Monat in England,
und fliege nach Düsseldorf, lande und ich sehe die Schlange, die da steht vor dem Non-EU-Mitglieder. Und da möchte ich mir das nicht antun, dass ich sage. Ja. Also ist doch eine Veranlassung aufgrund jetzt der aktuellen Situation. Brexit. Auch durchaus, ja. Mhm. Ja, ja. Also normalerweise gab es keine Gründe dazu, zwingende. Aber ich finde, dass es schon mal die Situation erfordert das. Sie haben das Stichwort jetzt genannt. Wie blicken Sie auf den Brexit, auf das, was in Ihrem Heimatland passiert? Sie sind oft da, Sie haben Kontakte. Ich meine, Sie und auch Ihre Zuhörer, man hört so viel über Brexit, man ist ermüdet. Ne? Also ich glaube, dass im Moment sind wir alle erschöpft, ein bisschen weit und exasperated, sagt man auf Englisch. Das ist schon mal etwas so Unerfreuliches. Ich meine, das Erste ist, es war ein Riesenfehler überhaupt, diese Frage in eine Volksumfrage zu stellen. Das ist unmöglich gewesen. Und rein aus politisch-taktischen Erwägungen wirklich, damit hat der damalige Premierminister überhaupt Großbritannien keine Gefallen getan. Aber es gibt gewisse Fragen, also ob man dann Steuer bezahlen sollte, etc., etc., die man nicht in einer Volksbefragung versuchen sollte zu beantworten. Mhm. Und das war der erste Fehler. Und dann ist es tatsächlich so, ich meine, das Land ist gespalten. Es ist jetzt gespalten, aber es war damals gespalten. Also es ist eigentlich an sich gar nicht, hat sich über diesen langen 2-3 Jahren nicht sehr viel sich geändert. Nicht? Und das, ich finde, dass ich weiß, dass jetzt, wir sehen häufig im Fernsehen die britische Parlament und dieses Theater, diesem alte Geflogenheiten, die da das ist natürlich, das mag für Ausländer so etwas befremdlich aussehen, aber ich finde das nicht so schlecht, weil auch als Ausländer, sagen wir mal, wenn man den Bundestag anschaut, das sieht auch sehr befremdlich aus, wie die sitzen da in einem Kreis, wie die Leute ihre Rede stehlen, genau wie sie die Mikrofone vor dem Gesicht hängen haben. Das ist alles sehr, auch eine Gewohnungssache oder Gewohnheit. Und ich finde, dass am Ende, dass die keine, es wurde gesagt, dass es undemokratisch oder Ende der Demokratie sein würde. Ganz im Gegenteil. Im Grunde genommen, ich finde das urdemokratisch, dass die Leute über so eine knifflige und komplexe Frage sich nicht entscheiden können. Nicht? Mhm. Also, und das ist das Bezeichnende für mich, wenn ich wirklich darüber nachdenke, dass in alle Kulturen gibt es gibt nichts, worüber die Menschen alle zufrieden sind. Es gibt immer damit auch Unzufriedenheit. Und man sucht natürlich, wenn es nicht die Eltern ist oder die Schule oder der Arbeitgeber, der irgendwelche naheliegende Ursachen dafür, dann gibt es halt der Regierung und über der Regierung steht das EU, nicht? Mhm. Also auf Englisch sagt man, the buck stops here. Irgendwann ist schuldig an, und das sehen wir in allen Ländern, ob es Italien, Frankreich und überall in Europa, genau dasselbe Problem, dass die Unzufriedenheiten landen eigentlich bei der EU. Mhm. Und das ist schon etwas, das man bewusst sein muss und hätte viel früher darauf dahin arbeiten müssen, weil es ist tatsächlich so, es gibt Gründe, unzufrieden zu sein. Natürlich. Auch für Engländer, auch wenn... auch für Deutsche. Ja, wir regelmäßig debattieren wir hier im Bundestag, wo die EU besser werden muss, wo sie also wirkliche Probleme lösen muss. Das ist ja nicht Datenschutzgrundverordnung, die ärgerliche Bürokratie im Alltag bringt, sondern wir haben bei Sicherheit, bei Klima und so weiter große Fragen, wo wir nahezu handlungsunfähig sind. Ja, genau das. Und das ist, ich sehe es aus einer anderen Perspektive. Ich bin von 70 bis 77 habe ich in London studiert. Ich habe ein Jahr war ich in Frankreich und ich weiß, wie schlecht es die Engländer ging in der Zeit. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie nicht den Aufbau gehabt, das in Deutschland stattgefunden hat. Die haben ihrem Imperium verloren. Die haben ihr ganzen Handel wurde umgekrempelt und verändert. Mhm.
Und da waren so viel, auch die Gesellschaft, wenn ich sage, also Familienbindung war nicht insgesamt, es gab Ausnahmen, aber nicht insgesamt so stabil gewesen. Da waren sehr, sehr viele Probleme. Es gab Strikes, es gab Probleme mit den Gewerkschaften, es gab Power Outages, ne? Die ganze Zeit gingen die Lichter aus. Und das, da waren so viele Probleme. Die scheinen das vergessen zu haben. Ja. Weil wenn man nach England geht jetzt, also mindestens nicht alle Teile, aber mindestens London, einen Großschweifen von dem Süden und Westen von England, es geht dem besser als nie zuvor. Und das ist, was so unbegreiflich ist für mich, dass die nicht auf das, was gut gelaufen ist, ja, sich besinnen können und nicht unbedingt auf das, was schlecht gelaufen ist. Und wenn es ist so, dass es einiges unbefriedigend ist, Lösungen suchen. Und für mich wäre es angebracht, und das ist mein ganzes Argument, wenn man will, dass die Engländer, ich würde mich inbrünstig wünschen, dass sie in der EU bleiben würden, und dass sie mit beteiligen würden, einfach die Lösungen. Mhm. Sie haben etwas zu bieten in der Situation. Es wird nicht nur schlecht für die Engländer, wenn, für die Briten, wenn sie rausgehen aus der EU. Ich glaube, dass es nicht gut funktionieren wird auf vielen Ebenen. Aber es wird auch nicht gut für Europa sein, wenn die Engländer weggehen. Absolut. Weil die haben eine, auch in der Balance, die Mächte und so weiter, die haben eine ganz bestimmte Einstellung zum, zum vielen Fragen. Ja, und zum Eigentum, zur Freiheit. Ich meine, wir Deutsche sind bei Fragen der Freiheit, also brauchen wir Nachhilfe aus dem angelsächsischen Raum. Wir haben eben über die Mentalitäten gesprochen. Bei Franzosen mit der Staatsfixierung ist es nicht viel anders. Und ich glaube auch, dass uns ein wichtiger Gesprächspartner in der EU fehlt, wenn das Vereinigte Königreich raus ist. Ich glaube, dass auch Europa auf der Weltbühne ja schwächer wird. Wir müssen ja sehen, was los ist. Wir haben China, wir haben die USA mit Trump, die hart ihre Interessen vertreten. Wie sollte Deutschland alleine, aber wie soll auch Großbritannien alleine mit China Abkommen schließen oder Handelsverträge schließen? Man ist da immer der Schwächere. Als Europäer gemeinsam überhaupt können wir auf der Weltbühne wahrgenommen werden. Und da stelle ich mir auch die Frage, wie kann man sagen, take back control, wie die Befürworter des Brexit das gesagt haben, wo doch Kontrolle bei Globalisierung und Digitalisierung und Handel, Migration, Klima, die Kontrolle bei den großen Fragen, wenn man sie überhaupt ausüben kann, doch wenn nur europäisch gemeinsam ausgeübt werden könnte. In der Tat, ja, es ist so. Es ist paradox. Ja, es ist ein Paradox. Es ist einfach, genau wie Sie es sagen, es gibt große, nicht mehr national, aber wie, die Frage, die Kernfrage ist, wie balanciert man Nationalinteressen mit internationalen Interessen, nicht? Und das ist ja, auch wenn man sagt, ja, erstmal Europa. Die Vorteile von Europa sind ja wirtschaftlich. Ne? Das ist das nicht, aber die sind auch kulturell. Wir kannten uns gar nicht vor 40 Jahren. Ne? Wir waren uns alle so fremd. Und inzwischen reisen wir in Teilen, mindestens in Großteil von Europa, dieselbe Währung. Und wir nähern uns an, wir befreunden uns und sogar manchmal verlieben uns. Und das ist dann eine starke Miteinander, statt diesem Bild, die aus der Geschichte kommt, wo wir nur Krieg miteinander geführt haben. Und das Beziehung England-Deutschland ist auch natürlich ein kniffliges, ne? Weil erstmal ist Deutschland das stärkste, größte Sprachgemeinschaft. Und auch historisch, mit dem Engländer, wir haben konkurriert, schon 19. Jahrhundert, wo die Engländer hauptsächlich das, natürlich die Industrie in sich erfunden haben. Und nach Deutschland, die Deutschen haben das sehr schnell, und Wuppertal ist ein guter Ort, das wahrzunehmen, wie in Wuppertal die ersten Webstühle aus Nordengland gekauft haben. Ja. Nicht? Und dann und sehr viel Red Brick Buildings gebaut haben, auf Muster vom, also mit Sheddach und so weiter. Und dann sagten die Deutschen in der nächsten Generation, warum kaufen wir von den Engländern, das können wir selbst machen. Und gerade nördlich von Wuppertal ist Ruhrgebiet, da ist Stahl, ist Kohle. Und dann als eine Industrial Nation, erfinderische Menschen, dann haben die Deutschen das selbst gemacht und sogar besser gemacht. Das muss man zugeben. Industrielle Handels... Made in Germany. Das made in Germany, ja. Wurde in Großbritannien erfunden. Ja, genau. Leidige Geschichte. Aber auf zu vielen Ebenen sind wir Konkurrenten. Nicht? Also industrieller Handel,
Fußball und Krieg. Und das, es gibt so viel. Und die Gemeinschaft, also wie ich das sehe, als irgendjemand, die wirklich ganz übergrenzt agiert, die Dinge, die gemeinsam da sind, sind überwiegen in großem Maß das, was uns trennt. Aber die Verständnis in die Bevölkerung ist nicht da. Ich merke das, wenn ich in Deutschland frage, das Bild, das sie von England, die englische Kultur haben, sehr unvollständig ist und auch ein bisschen, ja, eigentlich eher negativ geprägt. Mhm. Und es ist auch leider, auch von Seiten der Engländer auch so, nicht? Mhm. Und das ist das erste Problem. In England ist es tatsächlich, es gibt Menschen, die sehen zum Beispiel die Fischerei, ne? Also, dass die in Nordengland manche Industrien absolut brach liegen oder gar nicht mehr existieren, weil die von anderen Nationen übernommen worden sind mit dem Gutdünken von den EU. Und die sehen das als unfair. Und es ist auch desaströs. Die haben keine Wirtschaft mehr, die haben keine Gesellschaft mehr. Und das gibt dann natürlich ein gerechtfertigter Grund, unglücklich darüber zu sein. Mhm. Aber solche Fälle findet man in alle Länder in Europa. So nicht? Ist es. Ja, ja. Ja. Und man muss einfach viel intensiver miteinander reden und austauschen und nicht die ganze Zeit nicht nur mehr Regelungen erfinden. Nicht? Mhm. Also das ist schon dieses, was die EU macht, ist viel zu viel Bürokratie. Es ist viel zu viel Gesetze klein. Und Regelungen. Ich nenne das Klein-Klein, ja. Genau, das Klein-Klein. Die großen Dinge bleiben liegen, an denen man was tun könnte, wo wir auch gemeinsame Handlungsfähigkeit brauchen. Und vielleicht ist in dem Sinne der Brexit eine Chance für die verbliebenen 27 in der EU, sich zu besinnen und auch vielleicht die Institutionen und die Politik zu erneuern. Ich glaube, dass der EU geht stärker aus der Situation. Da ist natürlich ein Verlustfaktor, wenn die Briten weggehen. Aber ich glaube, dass der EU insgesamt zum ersten Mal vielleicht in gewisser Weise ein Gesamtgefühl hat. Ne? Mhm. Also es gibt eine denen wir. Ne? Mhm. Und die sehen auch, und es ist auch, ich meine, jeder, der hier lebt und vom Norwegen bis Griechenland und dann von Irland bis nach Polen. Man sieht, welche unheimliches schöne Möglichkeiten wir in Europa haben. Nicht nur, weil es komplexe Muster von Sprachen gibt, aber Kulturen und Produkte und Einsichten und Philosophien und für mich auch natürlich die kulturelle unterschiedliche sind nur die verstärken und bereichern der Situation. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also eine Chance und vielleicht, heute sprechen wir über den Austritt des Vereinigten Königreichs, vielleicht in einer nächsten oder übernächsten Generation gibt es auch wieder eine neue Chance, zusammenzukommen. Ja, das glaube ich, das optimistisch gesehen. Ich glaube inzwischen, es hat überhaupt keinen Sinn. Jeden Tag hört man in den Medien 30 Menschen, die versuchen, eine Prognose zu kann man sich gar, es ist sinnlos. Ne? Aber die Optionen, die da sind, so man kann es nicht mehr harte Brexit oder weiche Soft Brexit. Ich meine, ist mir egal. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte nur, dass es hinter uns ist. Mehr als egal, was ist. Und welches im Ergebnis es ist, auch wenn es der härteste gibt und was, wie man alle Leute sehen, wahrscheinlich, wenn um den Zahlen geht, um die Wirtschaft geht, kann nur schlecht für die Engländer werden, für die Briten werden. Vielleicht gibt es in diesem Gefühl, dass die Engländer haben, wirklich unabhängig zu sein, Freiheit, nicht zweite Geige in das europäische Verbund zu spielen, das ist auch eine Rolle, nicht? Also man sieht latent und ein bisschen wenig ausgesprochen, aber es ist immer da, die Engländer sind zweite Geige, sie haben seinen Einfluss, die konkurrieren ein bisschen mit den Franzosen, kooperieren und konkurrieren, mit den Deutschen auch eben aber die wissen, dass sie nicht die größte Sagen haben. Die wollen was Eigenes für dich schaffen. Bitte schön, wenn es so ist. Aber die jüngere Generation, ja,
Also ich glaube, der überwiegende Anzahl von den jüngeren Generationen, das bitte bereuen wird. Das ist nicht. Und die werden zukünftig, ob das 10, 20, vielleicht wie Sie sagen, 40 Jahre dauern, da wird immer eine Tendenz. Großbritannien gehört zum Europa. Wir sind Europäer. Und das wird irgendwann doch wieder zusammenkommen. Gibt es denn, wenn jetzt die Entscheidung wie auch immer getroffen wird, eine Chance, dass die Gesellschaft sich selbst wieder versöhnt? Ich war vorige Tage in London, habe eine Demonstration gesehen. Gut, das gibt es. Auch in Deutschland wird demonstriert. Aber viel bemerkenswerter war eine Szene, die sich zutrag im National Liberal Club in London, in dem ich zu Gast war. Und wir als Gruppe unterhielten uns mit einem Freund und Kollegen der Lib Dems über die Option Brexit. Und dann schaltete sich vom Nebentisch jemand ein und ich muss was sagen, beschimpfte uns, wie wir denn überhaupt als Deutsche sprechen würden über den Brexit. Das sei eine Sache der Briten, und unser britischer Gesprächspartner und dieser offensichtlich Befürworter des Brexit sind sich enorm in die Haare gekommen und haben sich wirklich gestritten, sehr rüde gestritten. Mir zeigt das, es ist eine... oder ist der Eindruck falsch, eine gespaltene Gesellschaft auch über diese Frage hinaus? Es hat ja regelrecht eine kulturelle Dimension, wie geradezu unversöhnlich die Positionen sich gegenüberstehen. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist das eigentlich Besorgniserregende. Ne? Also ist das, das ist kein Zivilkrieg, kein Bürgerkrieg, aber es hat die... diese Trennung ist sehr, sehr hart und besorgniserregend. Es ist aber nicht nur in England so. Also das ist irgendwie so eine Charakteristik. Also wir sehen eine gespaltene USA. Wir sehen, und wo die unerbittliche Partei. Ist es nicht eine weitergehende Frage, ein bisschen wie Politik funktioniert? Wie man überhaupt dann... sind politische Parteien überhaupt das Modell für die Zukunft? Nicht? Also, dass man so wie Mannschaftsunterstützungen, dass man ideologische Bilder fast kreiert, basiert auf das, was die anderen haben wollen. Ne? Abgrenzen, von Anfang an abgrenzen. Wir bieten euch was anderes an. Nicht? Und dann kämpfen sie für diesen Bilder. Und dann ist es natürlich in menschlicher Natur, dass man sich schnell trennt, wenn man denkt, das ist ein anderes Denkender. Nicht? Und das ist, ja, das hat etwas mit einer politischen Kultur, finde ich, die so tief in uns jetzt, wir akzeptieren diesen 2- oder 3- oder 4-Party-Systemen, wo zwei großen Blocks oder drei eventuell gegeneinander sich reiben und polarisieren. Und diese Polarisierungen ist so ein Punkt, es ist ein Verlust an Lebensqualität. Keiner kann das eigentlich Spaß machen. Nicht? Ich meine, es gibt Leute, die gern ein bisschen Ärger machen, aber das Gefühl in der Gesellschaft ist so ein bedrückendes, die Menschen leiden unter dieser Auseinandersetzung. Aber ich bin häufig in Amerika, das ist ähnlicherweise, ne? Also die mögen die andere Seite nicht und sind überhaupt nicht mit denen einverstanden, aber andererseits, es zermürbt die Menschen. Das ist Lebzeit, nicht? Also das ist Mensch-Lebzeit, die vorbeigeht. Und in der Fokussierung auf diese Polarisierung, die stattgefunden hat, es ist genau, wie Sie das sagen, wo sind dann die, wer kommt her, eine kleine Schwedin kommt und redet über was Wichtigeres, wo wir alle gemeinsam ein bisschen mehr darauf achten sollten, was mit unserem Klima passiert oder irgendwas. Und das ist eine Ablenkung, so wie es häufig im Leben ist, eine Ablenkung. Welchen Beitrag können Kunst und Kultur leisten, um vielleicht Gesellschaften wieder zusammenzubringen? Sie haben mal gesagt, dass für Sie auch die Kunst eine Hilfe ist, dem Albtraum und dem Schock zu entkommen. Ja, das ist auch zum Teil wahr. Ich meine, Kultur hilft auf viele unterschiedliche Ebenen. Da ist ein fast populärer Ebene, dass man
wenn man ein Musiker hört, und das ist ein russischer Musiker, das ist egal, dass er aus Russland kommt, das ist einfach tolles Musik. Oder egal, wo die Leute herkommen, aus Südamerika oder überall auf der Welt oder Aboriginal von mir aus, das ist alles, man merkt, das spricht die Menschen an, das geht, das hat nichts mit den existenziellen Kämpfe und Sorgen, die man um sich hat, das erreicht in anderen Ebenen, eine Gefühls-, eine innere Gefühlsebenen von den Menschen und bereichert ihr Leben. Und damit ist es natürlich eine große Hilfe. Man sieht es auf, will ich nicht banalisieren, aber man sieht es auf einer anderen Ebene, ist auch gewisserweise Kultur, wenn man Fußballspiele sieht. Nicht? Mhm. Man lernt Südamerikaner und Afrikaner und alle diese Leute, die werden unsere Helden. Ja? Mhm. Nur weil sie ihren Namen und sie erscheinen in unseren Medien. Und wir wollen sehen, wie diesem Argentinier doll Fußball spielt. Oder, und so, wenn es auf Sport, einer Sportsebene stattfindet, es findet auch musikalisch, es findet auch, wenn man Bilder sieht von Künstlern von überall auf der Welt, das ist ein Einsicht, also überhaupt ein Kunstwerk, ermöglicht uns, die Welt zu sehen durch den Augen von einem anderen Mensch. Eine Empfindung, ihre Empfindungen nachzugehen. Und das ist, das hilft auf alle möglichen Ebenen. Dann gibt es ein ganz praktisches, dass man tatsächlich, die Kunst ist eine Ursache von Reisenden. Ne? Also in den 50er und 60er Jahren, die erste Gruppe von Menschen, die tatsächlich unterwegs waren, waren die Künstler. Nicht? Also die sind überall, fast ein von dem, in den 60er, in den 50er und 60er Jahren, ein von den ersten aktiven Verbänden in Europa und in Amerika waren auf den Ebenen von Kunst. Also dass internationale Ausstellungen stattgefunden haben, dass Pop-Bewegungen wie Pop-Art oder aus Amerika oder Arte Povera aus Italien oder Expressionist aus Deutschland und Persönlichkeiten wie Beuys und viele anderen, dass die international, ne, also Deutschland vor allem, wenn man Deutschland auf der Weltbühne sich reetabliert hat, hat sich in großem Maß über ihre Kunst, über Leute wie Gerhard Richter, wie Georg Baselitz, wie Markus Lupitz, und die nicht nur, und das sind nicht nur vier, fünf, das ist eine Schar von Menschen. Nicht? Mhm. Also ich habe die Ehre gehabt, also jahrelang an der Akademie in Düsseldorf zu arbeiten. Und das ist schon in den 60er Jahren als ein Hochburg der Kultur, das neu entstehende Kultur in Deutschland gesehen. Also gerade in der Nachkriegszeit, wo die Deutschen vielleicht mit den alten Ikonografien sich nicht abfanden, dann ist es die Künstler waren die Ersten, die auf die Suche gegangen sind für eine neue Ding. Mit einer global verstehbaren Sprache. Absolut. Ja, Kunst, übrigens auch Musik, wo Sie Düsseldorf sagen, denke ich an Kraftwerk, Pioniere der elektronischen Musik, die global sichtbar waren. Aber das findet auch in anderen Ebenen. Ich meine, die ganze ökologische Bewegung, da waren die Künstler sehr eng dran in den 50er Jahren, waren unter die Ersten, die das angestoßen haben. Die Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung, diverse Sexualität oder Orientierungen, ist irgendwas, die eigentlich von Künstlern also als zum Thema geworden ist. In England war es David Hockney, in Amerika Künstler wie Rauschenberg und Jasper Johns und so weiter. Und das ist auch, und auch ganz praktisch. Es gibt in London, aber auch in New York, in Berlin, wer hat die alten Fabrikengebäude erstmal angesiedelt? Künstler. Ne, die sind in die alten Fabriken, was heute super teuer als Immobilien verkauft wird, wurde, meine allererste Einzelausstellung habe ich in Deutschland gemacht, habe ich in der Lützowstraße in Berlin in 1978, glaube ich, gemacht, im Winter, so frierend kalt. Einzige Menschen, die meine Eröffnung besucht hat, war der Galerist und seine Mutter. Aber es war ein großer Erfolg. Aber entsprach auch damals die damalige Kunstwelt, also war viel kleiner als heute.
Und der Kunst ist allgemein so etwas, die so über die letzten 40 Jahren einen enormen Einfluss. Es ist, die Kunst gibt Menschen Hoffnung. Es öffnet Tür. Jedes Kunstwerk ist ein Einblick in eine andere Realität. Nicht? Also das ist, wo man häufig mit den praktischen Problemen des Menschen zu tun hat, das existenzielle Aufstehen, irgendwie das Geld verdienen für ihre Familie, für das für Ernährung und die Miete bezahlen, das ist für viele Leute sind relativ unterdrückt. In Deutschland weniger als in anderen Weltteilen. Aber die Kunst steht über diesen Dank, ist vermittelt Werte und Emotionen und Qualitäten. Und ist dann dadurch ja auch politisch. Wenn man seismografisch ökologische Fragen oder Fragen der Liberalität der Lebensentwürfe anspricht, ist das doch politisch. Künstler sein ist politisch. Also ich sage immer Bildhauer. Also es ist eine schwierige Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo Leute sagen, ja, Kunst, wo ist der Inhalt? Wo ist das? Ja, aber es ist immer eine politische, wir wissen, was die anderen Menschen herstellen. Wir wissen, was die anderen machen. Und Kultur ist immer eine politische Haltung im Grunde genommen. Und das sieht man in viele Arten und Weisen, weil es die Menschen, die Beziehungen zwischen Menschen beeinflusst. Das ist Politik. Das ist Politik. Ja. Ja. Wie sehen Sie als sehr erfolgreicher Künstler, auch als Hochschullehrer, die Tendenz, dass in der Kunst ein echter Wirtschaftsfaktor wächst? Und also für Beobachter wie mich ist es mitunter geradezu, wie soll ich sagen, mirakulös, wenn in London Kunstwerke versteigert werden, wie die Summen immer größer und höher werden. Wie sehen Sie selbst als Künstler darauf? Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin in 69 als Student, als 20-Jähriger in eine Kunstakademie gegangen. Wirklich, meine Eltern waren wirklich unglücklich. Also nicht sauer, aber enttäuscht, dass ich das gemacht habe. Die hatten gedacht, dass ich was anderes machen würde. Und ich landete in einer Akademie, wo man sieht, jeder, der da war, ist aus irgendeinem persönlichen Grund dahin gegangen. Mhm. Das Mädchen konnte gute Pferde zeichnen, sie mochte Pferde, anderthalb Schachbretter, surrealistische Bilder gemalt, manche waren ein bisschen psychedelisch. Das war alles sehr individuell und sehr persönlich gedacht. Das ist eine gewisse Grad, wenn ich naiverweise so sagen, idealistisch gewesen. Ne? Da war keine Kunst, sagen wir, Art Market. Ne? Also das gab tatsächlich, also auch von den 60er bis zum Ende der 70er Jahren, da war eine große in der Zeit Concept Art, Land Art, also Dinge, die ein bisschen schwer zu verkaufen waren sowieso. Aber ich meine, man könnte fast jede Kunstwerk kaufen für 500 D-Mark oder 1000 D-Mark, wenn es ein größerer wäre. Es ist so ein ziemlich bescheidener. In London in 1973 gab es nur 8 Galerien, die zeitgenössische Kunst ausgestellt haben. Heute habe ich irgendwo gelesen, dass es 1800 Galerien heute gibt. Also man sieht die. Aber als Künstler, also damals haben wir immer gedacht, es wäre wichtig, dass es nicht nur eine selbstbezogene Aktivität ist, dass es für die Menschheit wäre, dass es auch Menschen was geben würde. Und wir wollten auch ein größeres Publikum erzeugen. Und das ist eben gerade, was man muss immer vorsichtig sagen, was man sich wünscht, weil das ist gerade, was passiert ist. Mein erster großer Schritt war tatsächlich, als ich nach Deutschland gekommen bin und gewohnt bin an den englischen Umgang mit Kultur, immer ein bisschen spöttisch, ein bisschen zynisch. Und plötzlich kam ich halt, dann war ich total überrascht, Schlangen vor Museen zu sehen und wie Menschen über Kultur sich, also es war wirklich Themen, ne? Es waren wirklich interessante, wichtige Sachen, und wie die Deutschen sind. Ich sage, würde diskutieren und Meinungen dazu bilden. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, so also Ende der 70er Jahren. Und dann war ich gerade in einer Zeit, spät 70er Jahre, wo die Malerei ist zurückgekommen. Damit war ein Produkt da, ein verkaufbares Produkt. Damit ist der
der Kunstmarkt wirklich wieder nochmal tatsächlich zustande gekommen. Und ich als Bildhauer, der so eigentlich mit Materialien gefundenes Materialien gearbeitet hat, war wirklich ein bisschen außerhalb diesem großen Entwicklung. Aber das Einzige ist, es ist natürlich, wenn wir das anschauen, wir wissen, wie alle Märkte manipuliert werden können und es gibt Aberrationen. Aber wir haben eine Fülle von fantastischen Künstlern, die die Welt umgehen heute, mit uns teilen. Und das, was im Angebot ist, in Museen und im Allgemeinen in der Kultur, ist ein Segen. Es ist echt unglaublich. Es gibt Museen in China, gab es nicht. In Korea gab es nicht. In Japan, in Südamerika, in Afrika. Alle Länder auf dieser Welt haben jetzt Museen. Als ich in den 80er Jahren angefangen habe, Ausstellungen zu machen, da war so eine Riesenopposition, wenn man in eine provinzielles Museum etwas ausgestellt hat oder ein Kunstwerk in der Öffentlichkeit ausgestellt hat. Heute ist es anders. Heute wollen die Leute etwas sehen. Nicht? Die mögen darüber schimpfen. Ja, also mehr, was ist das? Kunstwerk in der Öffentlichkeit ist immer so, wenn ein Alien gelandet hat im Hinterhof. Ja. Und aber die Debatten über Mese, die wir in Deutschland geführt haben, also Provokation. Ja, aber klar. Dann versuchen sie es wegzunehmen. Sie sagen, hör mal, nee, warte mal, das ist unseres. Das müssen wir aushalten. Ja, genau, wird dann gesagt, müssen wir aushalten. Ich finde das auch toll, es regt das Gespräch an. Kunst ist Ausdruck ja von Freiheit und von Schöpfergeist, regt zum Gespräch an. Wir haben es gesagt und ich habe auch eine große Achtung vor Auktionshäusern, Galerien. Ein gemeinsamer Bekannter und Freund von uns, Alexander Sies, große Wertschätzung auch vor der Tätigkeit von Galeristen, sind auch erfolgreiche Unternehmer, alles gut. Nur mein Punkt, laienhaft, und deshalb, wenn ich Sie im Gespräch habe, muss ich das ansprechen, ist, dass mitunter mir scheint, dass auch Markt gemacht wird, wo vielleicht die künstlerische Originalität nicht gesichert ist. Also als Laie sehe ich so ein Phänomen wie Leon Löwentraut. Das wird enorm gehypt in den Medien, werden Preise gezahlt. Und ich beobachte dann und stelle fest, ja, ist das wirklich so eine originelle künstlerische Position oder ist es spekulativ, ist es kommerziell? Dann kann ich erstmal offenherzig sagen, ich weiß nicht, wer das ist. Okay. Okay. Ja. Es spielt keine Rolle in meiner Welt. Nein, es spielt einfach keine Rolle in meiner Welt, weil ich gehe nur von den Bildern aus und das, was die Leute machen. Ja, natürlich gibt es, wenn es sehr viel Geld gibt und sehr viel Macht gibt, dann gibt es auch Aberrationen. Aber das ist ein Teil der Auseinandersetzung. Ne? Also nichts entsteht auf der Welt ohne Widerstand und ohne Kampf. Das ist einfach so eine Meinung, eine Haltung, die da ist, egal wer das ist. Und wir sollten uns freuen über jeden, der hochkommt und wie immer. Und diese Befassung mit dem Wirtschaft, die und die Kunst ist, das ist schon, ich verstehe das, aber es sind vier. Aber wenn man hört, wie viel eine Waffe kostet, ne? So ein Panzertank oder eine Rakete, ne? Das ist alles Peanuts eigentlich. Die Kunstwelt, die ganze Wirtschaft der Kunstwelt ist, da werden die Pommeswirtschaft ist größer als das für Kunst. Ja, es ist so. Streichhölzer, irgendwas. Alles andere ist aber die werden nicht kritisiert, weil es so eine wichtige, ja, existenziell lebensnotwendige Sache ist. Kunst ist auch, glauben Sie mir, auch lebensnotwendig. Leben Sie in einer Welt ohne Kunst. Das ist eine düstere, hoffnungslose Welt, wo die Menschen nicht den spirituellen Impulse bekommen von diesem. Und dass es ein bisschen schief geht manchmal, das ist okay. Das bleibt in der Sache. Andererseits, das Geld, die reinfließt, ne, in der Sache, ermöglicht mehr Kultur. Ne? Also am Ende, ich meine, die Leute, die diesen Gelder haben und ausgeben können für diese Bilder, die können auch was anderes kaufen damit. Die müssen nicht Kunst kaufen. Die können das in was ganz anderes investieren. Und es ist schön, dass das Geld in der Kunst, in die Kultur fließt. Ne? Zu einer Zeit, wo Regierungen gänzlich aus der Kulturwelt, also gänzlich nicht, aber
im großen Maßen aus der Kultur sich hier ausziehen wollen, also im Sinne von finanzieller Unterstützung, wo soll es denn hier kommen? Man kann es nicht in alle Wünsche erfüllen. Ne? Mhm. Also es ist schön, dass es eine Unterstützung gibt. Es ermöglicht sehr viele. Würden Sie heute jungen Menschen raten, Kunst zu studieren, Künstler zu werden? Das ist nicht irgendwas, wo man einen Mensch zu raten muss. Er hat es in sich. Ein Mensch muss wissen, dass das ist, was sie machen müssen. Mhm. Also die Künstler, die ich kenne und auch respektiere, die haben keine Wahl gehabt, Mensch. Also ich auch nicht. Ich meine, wenn ich das nicht machen würde, ich bin jetzt fast 70 und Menschen denken ja, fragen in ein Alter, wo manche Leute vielleicht denken an ein bisschen Ruhe. Ich bin immer noch genauso wie ich immer war, dass ich eigentlich nur für meine nächste Arbeit zu haben bin. Also das heißt, der innere Antrieb. Gut, also man ist Künstler, fühlt es. Wie muss die Ausbildung organisiert werden? Schwierig, weil das ist natürlich Ausbildung. Es ist schön, dass es früher gab es eine andere Berechtigung für Akademien, weil Akademien haben Menschen Zeit und Raum ermöglicht. Ne? Zeit zum Nachdenken, Raum zum Arbeiten. Und das war sehr wichtig. Und heutzutage ist es vielleicht ein bisschen anders, weil die gehen schneller, haben junge Künstler die Möglichkeit, Ausstellungen zu machen und sich an andere Dinge zu beteiligen. Und deswegen Ausbildung ist schon schwierig. Aber ich finde das System in Deutschland finde ich sehr gut. Ich habe wirklich als Professor, als Lehrer da sehr profitiert. Zum Teil, weil es mir meine Arbeit ermöglicht hat. In Zeiten früher, wo es für mich eine existenzielle Unterstützung war, eine große. Aber das ist nicht so im angelsächsischen Ausbildungssystem, da geht die Tür auf und da kommt jeden Tag ein Neuer und sagt seine Meinung dazu. Ja. Aber in Deutschland, da muss man wirklich mit einem Künstler, einem Professor, einem Meister, im Sinne so Meister, Geselle, Beziehungen quasi so aus dem Alten müsste er abgeben. Und das geht sehr tief. Das ist, dann fängt man Bewunderung, mit Bewunderung ist Teil davon, Abneigung. Also die Reibung zwischen Meister, Schüler und Meister. Ja, weil und am Ende, ich meine, es gibt sehr erfolgreiche Künstler, die unterrichten und manche, die nicht so erfolgreich sind. Und die Studenten kriegen das genau mit. Genau, was es bedeutet, auch Künstler zu sein, wenn man nicht riesen öffentliche Erfolge hat. Ne? Das ist ein Erlebnis sehr menschlich, ne? In Stärke und Schwäche. Toni Kreck, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja.